Das kann doch nicht sein. Ja, Schnauze. Ich sagte Schnauze. Mein Gott, muss ich jetzt ernsthaft dahin rennen? Mach hier mal den wieder an. Oh. Stirb, Kanal Gings. Alter, jetzt muss ich auch noch Akavi wiederbeleben. Wo ist Akavi hin? Hallo? War hier doch irgendwo. Jetzt finde ich die Ecke nicht. Hä? Wo ist die Olle hin? Sag mal. Bin ich irgendwie jetzt zu blöd, die wiederzufinden oder was? Hallo. Ja, wo warst du hin? Ich hab dich vermisst. Geheilt. Ich bin noch nicht geheilt. Sag mal, siehst du mich eigentlich nicht? So, Kanal ging so. Ach Mensch. Hey! Also man muss diesen Droiden irgendwie schaffen, nicht in dessen Instant-Attacke zu geraten, auf jeden Fall. Das ist ja immer schon ganz toll, wenn man solche Aufgaben hier hat. Da bin ich auf jeden Fall beruhigt. So, hier wieder rein in die Gruppenphase. Besiege Tuboros Glitzerwut. Wenn das so einfach wäre, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Nur das ist ja nicht so einfach, sondern man muss hier gleich den härtesten Gegner ever bekämpfen. So, hier. Da, ach, das Hinlaufen ist das Schlimmste an dem Kampf. Mal hier erstmal wieder einen Kilometer dahin rennen muss. Alter. Schnell mal abhauen. Gott, da kommt jetzt auch noch so ein Sicherheitsdroide oder was? Hä, warum ist der jetzt wieder voll geheilt? Etat.
Alter! Ich laufe natürlich genau rein. Sag mal, warum kämpft der jetzt eigentlich nicht mehr? Ernsthaft? Der macht einmal diese Attacke, die einen one-hitten kann und danach nie wieder? Fünf Brennstäbe. Die Ark wird fliegen. Was ist denn das für ein Quatsch, Boss? Sag mal, Toporo! Nein, das darf nicht sein. Ihr sollt doch sterben. Wenn ich meine Isotop 5 nicht haben kann, dann soll es niemand haben. Reihe euch auf meine, auf die Ehre. Ein einziger drauf in Isotop 5 könnte diesen Zalass dem Erdbogen gleich machen. Ich habe gerade einen ganzen See davon angetötet. Mach euch bereit auf den Flammentod. Oh nein, das werdet ihr nicht. Niemand tötet euch außer mir. Weg hier! Schön, dass da einfach so ein Droide rumsteht, noch im Hintergrund. Also irgendwie dieser Boss war doch extrem merkwürdig, muss man sagen. Kehre zu Shalim zurück. Wo ist denn Shalim? Shalim bei Turbo, da auf jeden Fall. Da Riesenspeer ist das, glaube ich. Wahrscheinlich auch wieder überhaupt nicht. Ich verwechsel das nur wieder. Eine Fähre wurde losgeschickt. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Hier wollte ich doch überhaupt nicht hin. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare. Das ist natürlich genau die andere Seite von dem Felsen, wo ich hin muss. Da hätte ich ja auch mal drauf kommen können, ne? Dass das aber auch nicht zusammenhängt einfach. So, Shalim, ich habe die Brennstäbe. Also, das muss ich jetzt Shalim sagen, wenn ich da bin. Ich bin noch auf den Beinen. Shalim! Brennstäbe der Ark, wie versprochen. Toboro ist weg. Und ja. Der gesamte Vorrat an Isotop 5. Das war auf dem ganzen Planeten zu spüren. Lennon sagt, dass die Explosion eine Kettenreaktion im Kern des Planeten ausgelöst hat. Was? Wenn ihr noch offene Rechnungen zu begleichen habt, dann behalt euch besser. Ich nehme die Brennstäbe. Mach das. Lasse sie von unseren Leuten einbauen. Ich habe hier im Lager eine geschützte Fähre zurückgelassen. Ach so. Das ist euer Ticket weg von Makeb. Der Rest von uns nimmt die Ark. Sonst noch was? Erledigt werden muss. Haben es alle Flüchtlinge des Planeten an Bord der Ark geschafft? Das Schiff ist voll. Ach so. Und bereit zum Abflug. Und dank euch stehen wir kurz vor der schnellsten Planetenevakuierung der galaktischen Geschichte. Ach wirklich? Ich hoffe, wir treffen uns auf der Kieländerstation wieder. Ja, das wäre anzunehmen. Ja, da haben wir jetzt den Planeten offenbar fertig. Das ist ja auch mal schön, aber ich glaube, es gehören ja noch einige Flashpoints jetzt zu dem DLC hier. Deswegen ist die Staffel damit noch nicht zu Ende. Das wäre ja auch eine sehr, sehr kurze Staffel sonst. Hoffentlich reicht das aus. Hoffentlich. Es muss. Lender sagt, dass sich unter uns ein Spalt öffnet. Wir starten, bevor der Tafelberg einstürzt. Ja, wenn du das meinst. Wie schnell ist der denn an Bord gekommen? Das Triebwerk hat angefangen zu zünden und der war noch draußen. Ah ja, und auf diesem kleinen Ding ist die gesamte Bevölkerung des Planeten untergebracht. Ja, das war dann wohl der Planet.
Als unsere Scouts von der Katastrophe auf der Oberfläche berichteten, befürchteten wir schon das Schlimmste. Naja, also wir bringen ein paar Freunde mit. Wir haben gerade einige Millionen Zuwachs bekommen und alle brauchen ein neues Zuhause. Ja. Kommt bitte zu mir in den Konferenzraum der Kielender Station. Wir haben viel zu besprechen. Das werde ich machen. Wenn wir viel zu besprechen haben, dann bin ich dabei. So. Dann will ich doch mal in die Station kommen und mich bei ZAN3LO melden. Da haben wir ja ZAN3LO. Aus der Reichweite, ja, hier. Die oberste Kanzlerin hat um ein Treffen gebeten. Genau so ist es. Willkommen zurück. Man hat mir mitgeteilt, dass Sie eine schreckliche Qual durchgestanden haben. Ja, wenn du das meinst. Ah, da sind Sie. Millionen hungriger Münder müssen gefüttert werden und wir haben nichts in der Hand. Nichts? Ihr habt uns Marquette versprochen, Shalim, und ihr wusstet, dass der Planet totgeweiht war. Ach so. Wir wussten nicht, dass der Planet so instabil war. Nicht? Unser Angebot ist in gutem Glauben erfolgt. Genau, das wird wohl so sein. Mein Onkel ist Geschäftsmann, Kanzlerin, aber in diesem Fall sagt er die Wahrheit. Ach wirklich? Ihr wusstet, dass die Beben schlimmer wurden. Ihr habt die Republik benutzt, in dem Wissen, dass wir uns gezwungen sehen würden, eurem Volk zu helfen. Also so einfach war das nicht. Im Gegenzug anbieten konnte. Sie wussten nichts davon, dass Marquette verloren war. Nur, dass die Beben stärker wurden, nachdem die Leute gekommen waren. Sie haben nicht alle ihre Befürchtungen vorgebracht, aber sie haben versucht, Leben zu retten. So ist das nämlich. Hätten wir anders gehandelt. Das ist jetzt kaum von Belang. Ach so. Das ist ein Debakel. Wir sind hierher gekommen, um nach Ressourcen zu suchen, mit denen wir das Sith-Imperium besiegen können. Naja, sowas Ähnliches haben wir ja. Haben wir jetzt Schulden und Verpflichtungen. Was ist mit den Huttenanführern? Genau. Ihr habt doch ein Friedensabkommen mit ihnen geschlossen, oder? Ja. Er hat recht. Die Anführer des Kartells haben versprochen, die Republik mit ganzem Herzen zu unterstützen. So ist das nicht. Also haben wir einen wertlosen Verbündeten und einen gebrochenen. Was soll das denn heißen? Die Hutten haben beträchtliche Reichtümer. Ja. Nur die Anführer des Kartells, die gerettet werden mussten, haben sich mit dem Bündnis einverstanden erklärt. Ja. Möglicherweise besitzen sie den meisten Reichtum und die größte Macht. Sie werden eventuelle Verweigerer neutralisieren. Das hoffe ich doch mal. Mit dem Reichtum und den Kriegsschiffen unserer neuen Freunde haben wir jetzt einen großen Vorteil gegenüber dem Imperium. Allerdings löst das nicht das Problem von Makeps Volk. Ich brauche eine Lösung. Naja, dann. Es ist Zeit, dass die Republik das Imperium aus der Galaxis vertreibt. Jeder, der unsere Seite gewählt hat, wird dabei eine Rolle spielen. So ist das wohl. Das Kartell wird seine Kriegsschiffe unserem Kommando unterstellen und die Bewohner Makeps werden in unseren Armeen und Fabriken eine neue Heimat finden. Ja. Ihr habt gesagt, die Republik würde uns helfen. Das ist doch Hilfe. Abhängigen Dienern machen. Ich hätte nie gedacht. Wie könnt ihr uns so behandeln? Naja. Das ist besser als die Alternative. Und ihr könntet ruhig etwas dankbarer sein. Wegtreten. So. Ihr habt das Beste aus einer misslichen Lage gemacht. Genauso bin ich nämlich drauf. Die Hutten wollen auf der Seite stehen, die diesen Krieg gewinnt. Und ihr habt ihnen gezeigt, wer das sein wird. Der Dank für dieses Bündnis gebührt allein euch. Ja, dann bin ich wohl der größte Vorteil. Meine Bedeutung erkennt. Ohne euch wäre die Republik dem Sieg niemals so nahe gekommen. Ja, wenn so wird das so sein. Die Republik hat zu lange Zeit damit verschwendet, auf den Feind zu reagieren. Ach so. Wir müssen diesen Krieg gewinnen, indem wir in die Offensive gehen. Ja. Genießt diesen Sieg. Kehrt an die Frontlinien des Krieges zurück und lasst uns diesen Vorteil nutzen. Zusammen dann mache ich das wohl. Ja, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Ja. Meine Flotte. Naja, meine ist es ja nicht, aber... So in der Art. Sehr eindrucksvoll.